Mehr hatte ich nicht von der Ausrüstung her. Hat sie leider auch nichts Interessantes. Da, was hat sie hier? Der praktische Leitfaden für Abenteurer. Okay. Nee. Hat die hier vielleicht... Oh, was hat die hier für langsamender Pfeil? Giftpfeil. Ja, nee. Ein Dings hat sie hier ja nicht, ne? Nee. Er hat keine Bücher, womit man noch irgendwas lernen kann. Ich nehme euer Angebot ab. Sie lehnt unser Angebot ab. Habe ich das gerade richtig gelesen? Wo ist denn mein Buch denn hin? Nee, sie hat es angenommen. Bei euch, die Fantastischen Fünf, was ist mal ihr Handeln, Abenteuer erleben. Ah, aber das war vor so langer Zeit. Ihr seid schließlich ein Mitglied der Fantastischen Fünf. Erzähl mal, wenn ihr über Elden. Bye. Oder warst du der Heini mit so einem Söldnerkram? Back again. Jetzt aber mal im Ernst. Ich habe wirklich keine Zeit, um meine Fans zu blauen. Okay. Es tut mir leid, ich kenne euch nicht. Erzähl, was ist im Auftrag und was ist hier mit dir untot? Ich bin dann mal weg. Bye. Wer war denn hier die Söldnersau? I'll thank you to leave me be, you old bat. Oh, back again. Speak that way to a bye. Miau, genau. Well, suffice it to say, I've got my eye on you, Baron. Madora. Back again? Seid gegrüßt. Habt ihr euch anders überlegt, ihr wollt nun Schild an Schild gegen die Quälplage ins Feld ziehen? Welche Hinweise auf die Quelle habt ihr? Was meint ihr mit der Feind? Ihr möchtet euch also diesem Trupp anschließen? Nun, ihr kennt das alte Sprichwort. Zwei sind eine eine Teegesellschaft. Ah, drei eine Invasion. Wenn wir uns zusammentun, sind wir in der Lage, jeder der unzähligen Monstrositäten entgegenzutreten, die sich uns in den Weg stellen. Was sagt ihr? Ja. Hervorragend. Ja. Danke. So, jetzt haben wir die auch noch mit. Was ist denn das für eine? Helfende Hand. Helft einem niedergeschlagenen Freund wieder hoch oder schlagt bei einem brennenden Freund die Flammen aus. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Nahkampfangriffshaltung. Sturmbock. Greift in einer geraden Linie einen weit entfernten Punkt an und trefft alle Feinde in eurem Weg mit 24 bis 38 Klingenwaffenschaden. Okay. Vernichtende Faust. Eine riesige Faust trifft den Feind und schlägt ihn nieder. Verursacht 11 bis 14 Hiebwaffenschaden. Okay. Staubteufel, dreht euch mit eurer Waffe um eure eigene Achse und verursacht bei allen Feinden in eurer Nähe 42 bis 68 Klingenwaffenschaden. Alter, du siehst ja gar nicht mal so beschissen aus. Maduras Rüstung, einzigartig. Die hat Giftresistenz mit drauf. Okay, ja, das ist doch... Okay, wir nehmen sie mit, weil die kann uns wirklich unterstützen. Dann werde ich jetzt von den beiden nochmal die Waffe schärfen, damit die auch mehr Schaden verursacht. Das ist eigentlich eine ganz geile Sache, dass wir diese Möglichkeit haben. Ich werde übrigens nicht jede Folge einzeln machen. Es ist doch angenehmer wohl... Also für mich ist es angenehmer, am Durchgehen aufzunehmen, weil ich sehe, ich bin jetzt schon wieder bei 25 Minuten. Da schneide ich doch lieber die Folgen auf passende Länge zurecht, weil das ist sonst auch immer ein bisschen blöd. Und der Spielfluss wird nicht beeinträchtigt. So, Scarlett, du darfst mir erstmal die geben und du darfst mir... Du hast ein Zweihandschwert, ne? A whetstone wheel. Now, what do I have that needs sharpening? Genau, das schärfen. Magischer Spaltschaltkorn? Magisch. Okay, das Ding hat jetzt 36 bis 57. 39 bis 63. 24 bis 48.
Sende an Scarlet, sende an Madora. Scarlet, ausrüsten. Achso, was war das denn eigentlich für eine Waffe? Tödlich veraltetes Fleischermesser. 41 bis 82. Angriff 7 Aktionspunkte. Okay. Sende an Drachenklaue. Sende an Drachenklaue, die schärfen wir doch auch nochmal. Und wenn ich sie nur schärfe, damit ich... Achso, du hast jetzt 41 bis 82. 46 bis 92. Das sollten wir uns vielleicht... So. 24 bis 41. 24 bis 41. Okay, du warst schon geschärft. Aber das senden wir nochmal an Scarlet. Das braucht Scarlet dann eigentlich auch nicht. Nicht anlegbar. Du dann, ja. Giftresistenz 3. Boah, wir stellen uns den einfach mal her. Was wir da so haben, haben wir, oder wie ist das so schön? Leere Flasche. Die leeren Flaschen können wir auch mal mit Wasser füllen. Die leeren Becher können wir auch mal mit Wasser füllen. Den füllen wir auch mal mit Wasser. Dann haben wir die Steinpilze, aus denen machen wir Feuerresistenztrank. Achso, die Steinpilze waren Feuerresistenztrank. Gut, machen wir auch mal draußen. Frierungsimmunität kriegt Scarlet. Gut, da wir jetzt zu dritt sind, werden wir es nochmal versuchen, die Gegnerhorden anzugreifen. Schätze ich mal, würde ich mal sagen, dass wir das jetzt nochmal versuchen. Niederschlagende Pfeilspitze. Okay, wenn wir die jetzt schon mal da drinnen finden. Okay. So, mit einem Pfeilschaft kommen wir. Ich möchte im Inventar gerne scrollen. Danke. Ja. Niederschlagspfeil. Ja, ich habe doch aber eine Pfeil in. Achso, das war schon ein komplett fertiger im Grunde. Ich habe auch keine Ahnung, was ich mit dem Zombie-Gemälde im Endeffekt anstellen kann. Das kann ich euch nun echt nicht sagen. Die Frage ist auch, ob wir vielleicht hier weiter lang gehen erstmal. Also da, achso, da ist ein verborgener Hügel. Sind hier oben denn noch Gegner? Aber hier ist, was ist denn hier? Kaputter Wagen, ein paar Fässer. Ist hier vielleicht irgendwas drin? Oder hier? Hier. Oh, Hühnerfuß. Welcher Wasser? Ach, hier sind ja noch Fliegenpilze. Die hätte ich vielleicht auch mal einsammeln sollen. Na, kommt später. Die werden ja wahrscheinlich nicht so schnell verwelken, denke ich mal. Und immer schön mit alt gucken, ob hier irgendwo was rumliegt. Nein, ich möchte euch noch mit euch noch nicht direkt anlegen. Ich möchte erstmal an der Stelle hier, naja, nicht speichern.
Was bringt mir der Brunnen? Okay. Mach die Ratte tot. Mach die Ratte tot. Ich als alter Rattenjäger muss ja hier zusehen. Rattenschwanz als Zutat. Das ist auch neu. Als Rattenjäger muss ich zusehen. Oh, Skelettbrenner. Kann ich ein Skelett vergiften? Nein, ich möchte so drauf schießen. Ja, zweimal verfehlt. Ach, warte mal. Im Endeffekt kenne ich die Höhle doch. Hier waren wir doch schon mal drin. Du gehst dahin und sicherst dir deine Aktionspunkte und du gehst dahin und sicherst dir auch deine Aktionspunkte. Dann lass ihn doch mal ein bisschen hierher kommen. Na, treffen wir. Jo, und das gleich kritisch. Und nochmal. Nein, Aktionspunkte sichern. Aktionspunkte sichern. Aktionspunkte sichern. Hey. Ja, kommt doch her. Dann los. Ich schieß mal weiter auf ihn hier. Alleine nur aus dem Grund, damit er vielleicht bald mal drauf geht, weil der braucht gar nicht mehr so lange. Und du haust ihn jetzt tot. Hau ihn tot. Du hau ihn tot. Na, kommt her. Oh, die. Oh, Scarlet ist am Brennen. Na, wie viel Schaden machen? Nee, mehr kann ich nicht. Verbrennung fehlgeschlagen, okay. Und nochmal. Und du gehst jetzt mal in seine Nähe. Aua. Oh. Scarlet heilt bitte hier. Scarlet, setz bitte ein hier. Hast du eigentlich auch noch eine heilende Fähigkeit? Nee, aber du bist sowieso gleich aufgeladen. Was liegt denn hier rum? Geld. Eine Einhandwaffe. Eine alte Kettenrüstung, verrostete Kupferamulett, gealterte Lederrüstung, veraltete Kettenrüstung und ein scharfes Kampfmesser als Einhandwaffe. Wir schauen jetzt erstmal, was wir so eingesammelt haben. Kann ich eigentlich mit dem Hühnerfuß was machen? Unbekannt. Na geil. Kann ich mit dem Rattenschwanz irgendwas machen? Unbekannt. Na geil. Ein scharfes Messer. 13 bis 20. Veraltete Kettenrüstung. Alte Kettenrüstung. Senden wir mal ein Scarlet. Senden. Senden wir an Scarlet. Achso. 10, 8 ist aber besser. Senden wir an Madova. Scarlet.
mag zwar einzigartig sein, ne? Aber die ist natürlich ehrlich gesagt vom Rüstungswert besser. Deswegen sendet das einfach mal an mich zurück. Weil ist so, ne? Kupaga, Einhandwaffe, 22 bis 35. Aha, okay. Ein Aktionspunkt. Giftresistenz plus 10%, Lebenspunkte 26. Ja, das bringt uns einen Aktionspunkt. Oh, ganz volle Ahornflachbogen. Oh, ein glanzvoller Ahornflachbogen. Mit einer 23 bis 39. Na, das ist ja wesentlich immer besser was, als das, was ich habe. 15% Wahrscheinlichkeit, den Status vielleicht geblendet zu verursachen. Na, ausrüsten. Wo ist das andere Bogen hin? Bin ich jetzt blind? Wo ist denn der andere Bogen hin? Achso, oder war das die ganze Zeit meiner und ich habe den aus irgendeinem Grund mit was anderem durchgetauscht? Ein Aktionspunkt. Hast du hier Luftresistenz, Giftresistenz? Du hast noch gar nichts. Sende an Madura. Eigentlich. Den legst du das mal an, dann hast du einen Aktionspunkt mehr. Das ist ja vielleicht eigentlich gar nicht mal so unbedingt falsch. Ja, mehr haben wir nicht. Nein, ich will eigentlich nicht so angreifen. Wir gehen jetzt aber mal weiter in die Richtung. Weil ich bin der Meinung, dass ich den eigentlich kenne, den. Die Höhle hier. Oh. Ohne Abbaugeräusch? Das ist jetzt ein bisschen eigenartig. Gegenstand hinzugefügt. Eisenerz. Ich habe zu viel zu tragen. Warum? Das Ding 20 wiegt. Sender an Scarlet. Kann ich da unendlich viel Eisenerz abbauen? Das wäre natürlich ein bisschen krank, wenn ich das könnte, weil das würde auch genauso viel heißen, wie ich kann mir unendlich Geld verdienen im Endeffekt. Ja, natürlich kennen wir das. Hier kommen wir... Ja. Okay. Wir waren in dieser Höhle schon mal, deswegen kam mir dieser Hyopai da auch bekannt vor. Wer kann eigentlich wie viel tragen? Ich kann 110 tragen. Scarlet kann schon alleine 170 tragen wegen Stärke und sie auch. Okay, ich werde mich aber wahrscheinlich dementsprechend auf Gewandtheit ausbauen müssen, damit ich mit meinem Bogen auch dementsprechend gut treffe und mehr Schaden verteile. Ein Eimer. Schlüssel. Eimer kann ich wegschmeißen. Schlüssel. Halt, stopp. Wo komme ich da hin? Careful now. That's a trap. Da ist eine Falle. Wo ist eine Falle? Oh, 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 oh. Verlangsamt. Das ist also die Falle. Kann ich das Ölfass rein zufällig mit in mein Inventar ziehen? Ich genüge Stärke. Kann ich irgendwas mit dem Ölfass kombinieren? Nein. Ver-
Verlangsamende Pfeilspitze. Das kann ich also mit dem Ölfass kombinieren. Verlangsamende Pfeilspitze, dann nehmen wir doch am besten mal 4 Stück und machen